Bevor ich mit dem neuen Part von Dreamfall loslege, möchte ich nochmal im Vorab ein Plädoyer für Spinnen halten. Denn ich habe rein gar nichts gegen Spinnen. Spinnen sind cool und äußerst nützlich und halten mir sämtliche Mücken vom Leibe. Allein das ist Grund genug, um mit Spinnen sorgsam umzugehen. Und ihr fragt euch, warum dieser ganze Kladderadatsch im Vorhinein? Ihr werdet es gleich erfahren. Viel Spaß! Um dann ins Dreamcore selbst hineinzukommen, musst du einen Weg in die Büros finden, die den Dreamcore-Raum umgeben. Sei leise und bleib unsichtbar, dann wird dir nichts geschehen. Gut, bestens. Ich habe den Übergang von einer gelangweilten Studiumsabbrecherin zur Geheimagentin vollendet. Meine Mission? Eindringen in ein Hochsicherheitslabor, einen Wurm in einen organischen Computer einschmuggeln und unentdeckt wieder herauskommen. Wie habe ich das nur gemacht? Letzte Woche sah ich mir haufenweise Soaps an und aß in Unterwäsche Kartoffelchips. Na egal. Das Erste, was ich finden muss, ist eine Tafel an der Außenwand dieses Ganges. Das sollte nicht allzu schwierig sein. Und denke an die Spinnen. Ich möchte dich gerne in einem Stück zurückhaben. Ich werde mich bemühen, Damien. Das ist der sogenannte Wurm, den wir hineinpatchen müssen, nicht wahr? Sieht wie ein echter Wurm aus. Mehr brauche ich gar nicht wissen, okay. Das heißt, wir müssen uns hier schleichend durchbewegen. Oh Gott. Ab zum nächsten Korridor, würde ich sagen. Kommt ihr auch etwa hier lang? Gibt es immer nur eine Spinne? Oh, diese Kamera macht mich manchmal etwas irre. Wir warten einfach ab. Das ist eine geschlossene Umgebung und dort kommt die Luft her. Ach, wenn ich jetzt aus diesem Korridor trete, weiß ich sofort. Ich höre etwas. Okay. Sonst wird uns diese Spinne sichten. Scheinbar ist nur eine Spinne unterwegs. Aber wenn es zwei oder mehrere wären, dann wäre ich wirklich Toast. Ich will hier nicht verbrennen. Können wir uns hier wieder rausbewegen? Ich will hier raus. Das ist das medizinische Labor. Nein. Natürlich, ich muss erst diese Türen entriegeln. Also weiter mit uns. Kommst du zurück? Nein. Wir werden ihr einfach folgen. Komm bitte nicht zurück. Ja. Wir sollten einfach nur vorsichtig sein. Wandverkleidung. Das muss das Laboratorium sein. Auf diesen Wege könnten wir es schaffen. Entschuldigt, dass ich gerade etwas leise bin, aber... Ist das die sogenannte Wandverkleidung? Nein. Hier müssen wir rein. Es ist ein Data Key Scanner. Okay, Beeilung, Zoe. Jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Mit unserem Handy? Mit dem Türöffner etwa? Was mache ich denn jetzt? Irgendetwas fehlt mir. Ich muss mich so konzentrieren. Ah, hier sind wir am Anfang der sogenannten Session. Genau, das ist das Medizinlabor, oder? Das sieht wie das Sicherheitsbüro aus. Damien sagte mir, da nicht reinzugehen, bevor ich nicht bereit dazu bin. Die Sicherheitsvorkehrungen sind ziemlich heavy. Oh ja. Ist hier die Wandverkleidung? Ich werde jede Nische genau mir anschauen. Ich glaube, das ist das Kybernetikbüro. Alles ist hier fest verschlossen. Aber wo ist denn... Oh Gott. Wir sind in den richtigen Bereich. Raus mit dir, Zoe. Hier rein. Ich kann nicht zurück, bis ich erledigt habe, weshalb ich hierher kam. Ich habe irgendeinen Fehler getan, offensichtlich.
Was ist das hier? Oh, Hilfe. Diese Aufzüge fahren hinauf zum Erdgeschoss, aber ich kann leider diesen Weg nicht nehmen. Wir haben uns erstmal einen Überblick verschafft, aber wie komme ich rein? Das ist das medizinische Labor. Wandverkleidung, sie ist sehr schwer zu finden. Dann müssen wir quasi jede einzelne Nische näher betrachten. Damir meinte das doch, oder? Dass sie da sehr schwer zu finden ist. Wo ist eigentlich diese Spinne hin? Ich habe Angst, dass ich jetzt über den Weg laufe. Ändert sie auch die Richtung? Okay, wir müssen ja eigentlich nur hinter ihr bleiben. Da! Es ist etwas in dieser Wand. Na los! Diesen Wurm? Ja, dann mach doch was damit. Es ist eine Gleittafel und sie ist beschriftet mit PSA-1. Das ist sie. Es ist offen. Ich kann jetzt auf das geschlossene System zugreifen. Ich höre irgendetwas. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Rein mit dir, schnell in die Nische rein. Oh, ich will diese vulgären Wörter immer gar nicht sagen, aber sie sprudeln regelrecht aus mir aus, raus. Und wir müssen einfach an Deckung bleiben. Im Prinzip ging es ja jetzt einfacher als gedacht. Wir lassen sie einfach an uns vorbei. Jetzt sind wir wieder sicher raus mit uns. Muss ich diesen Wurm jetzt hier direkt einsetzen? Und muss ich jetzt ins jede einzelne Labor rein? Ich werde die Software von Damien in das geschlossene System laden. Der Wurm wird später zum Einsatz kommen. Dort. Das sollte ihm ermöglichen, die Energie der Bürotüren abzustellen. Und wir können jetzt quasi in jede einzelne Tür hinein. Sobald du das Patch hochgeladen hast, kann ich den Strom für die Türen abschalten. Danach sollte es dir möglich sein, die Büros zu betreten. Leider wird dann die Tür zum Dreamcore-Raum noch immer verschlossen sein. Sie läuft mit ihrem eigenen Sicherheitssystem und die einzige Möglichkeit, in den Raum zu gelangen, ist die mit einer autorisierten Zugangskarte. Dazu kommen wir später. Jetzt musst du erst einmal den Bio-Wurm scannen, den ich dir gegeben habe. Und bevor du das tun kannst, musst du ihn in einer speziellen Kapsel platzieren. Du findest solche Kapseln in dem Labor, das direkt am Ende der Halle liegt. Von der Wandverkleidung aus gesehen. Von der Wandverkleidung aus gesehen, also hier. Super. Warum funktioniert das jetzt nicht? Hallo? Ja, wir müssen direkt ins Labor. Okay, von der Wandverkleidung aus gesehen. Oh, ich kann mich überhaupt nicht orientieren. Das ist ja quasi wie so ein Hexagon ausgearbeitet, oder? Das ist das Sicherheitsbüro. Und wir müssen wahrscheinlich aber in das Labor. Ins Labor, meinte er. Oh. Gut, dass wir uns noch direkt hinter dieser sogenannten Spinne befinden. Ich glaube, das ist das Kybernetikbüro. Ah, das ist nicht für uns gedacht. Also jedenfalls nicht für Würmer. War dies nicht am Ende der Halle? Ach, verdammt. Hier. Das ist das medizinische Labor. Und da gab es doch noch ein anderes Labor. Oh. Genau, nicht, dass mir diese Spinne wieder über den Weg läuft. Ich wette, wenn ich einen Fehler mache, vermehren sich diese gotttödlichen Spinnen. Sind wir hier sicher? Wir können uns hier frei bewegen. Was ist das? Ein Lebensbaum? Oder ist es ein riesig großer Wurm? Lebt es? Was bist du? Schaut aus wie ein riesiger Polyp oder so. Aber dort sind die Kapseln, ich habe sie gesehen. Ja, wow, werden die etwa hier gezüchtet? Also diese riesigen Polypen? Ich kann nicht darauf zugreifen.
Sogar die Software von Leaf hätte keine Chance gegen die Sicherheitssysteme, die Worty verwendet. Das alles ist so spannend, Leute. Das sieht wie die Kapsel aus, die ich brauche, um den Wurm zu scannen. Sag ich doch. Wenn du den Wurm in einer Kapsel platziert hast, musst du sie scannen. Das musst du dann auch mit dir selbst tun. Die Scanner laden dann, mit meiner bescheidenen Hilfe, die DNA von dir und dem Wurm in die Wächtersoftware des Dreamcores hoch. Das erlaubt mir dann, die Luftschleuse zu betreten. Beide Scanner befinden sich im MedLab, dem medizinischen Labor. Dann weiß ich, wohin ich muss. Jetzt weiß ich mich auch zu orientieren. Naja, dann Zoe, ran ans Werk. Achso, wir haben ja schon die Kapsel. Oh, ich hoffe, das endet nicht alles in einer Katastrophe. Da bist du, kleiner, süßer Wurm. Werde uns nützlich. Ich muss die Kapsel scannen, bevor ich sie in das Dreamcore injiziere. Und wo ist der Scanner? Achso, im medizinischen Labor. Okay, von hier aus kann ich ja nichts tun, nicht wahr? Die Konsole ist gesperrt. Oh, und jetzt ist die Frage, von wo aus kommt die Spinne? Wir müssten quasi genau... Oh, Hilfe, 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 Hilfe. Rein mit uns. Nein, an... Ach Gott, Zoe. Du hast mir fast einen Herzinfarkt verschafft, wirklich. Oh. Ich glaube, ich habe mich in der Vergangenheit auch um einiges ineffizienter angestellt. Oder einfach nur blöder. Dann ins medizinische Labor. Wir müssten eigentlich nicht entgegengesetzt der Spinne laufen, sondern uns immer in ihre Richtung halten. Das ist das medizinische Labor. Wir sind richtig. Dort können wir die Kapsel bzw. den Wurm einscannen. Und wir müssen uns auch einscannen. Ach so, das ist der Scanner für uns. Ein Ganzkörperscanner. Er liest alle meine biometrischen Daten und lädt sie ins System. Das ist alles so spannend. Ich bin so aufgeregt. Es ist ein kleiner Biometriescanner. Also, den Wurm in eine Kapsel stecken, sie hier einsetzen und schon liest er alle relevanten biometrischen Daten. Ich habe solches Herzklopfen. DNA und Zellzusammenstellung der biologischen Wesenheit wurde analysiert und für Zutritt und Eingriff in den Kern freigegeben. Gut. So, den haben wir jetzt auch gescannt und jetzt sollten wir uns nochmal scannen. Und dann müssten wir ja nächste Anweisung bekommen, oder? Ein Ganzkörperscanner. Er liest alle meine biometrischen Daten und lädt sie ins System. Ja, aber wir sollten doch... haben wir jetzt irgendwas falsch gemacht? Gegen jeden Zugriff gesperrt. Ich glaube, dass die Sicherheit hier top ist. Nicht mal die Software von Leaf würde eine Chance haben. Müssen wir dich nochmal scannen? Nein. Die Kapsel ist schon gescannt. Jetzt muss ich sie nur noch in das Dreamcore injizieren. In das Dreamcore? Wie kommen wir jetzt dahin? Ich wusste, ich habe nicht richtig zugehört. In den Kybernetikraum vielleicht? Oder muss ich dann wieder ins andere Labor zurück? Sag, ich bin so aufgeregt. Ich glaube, das ist das Kybernetikbüro. Ja, aber das ist, glaube ich, für den technischen, für den motorischen Teil verantwortlich. Hier werden diese Spinnen, drei von denen in der Zahl. Und mehrere werden hier schon, oh Gott. Wer ist diese Frau? Die stand da vorher noch nicht. Sind wir das etwa? Ich bewege mich jetzt mit der Spinne. Vielleicht müssen wir nochmal in das andere Labor, ins eigentliche Laboratorium, um unseren Wurm einscannen zu können. Nun muss ich den Schlüssel finden, um ins Dreamcore zu gelangen. Damien sagte mir, dass es irgendwo im Security-Büro einen Data-Key geben muss und er würde sicherstellen, dass der Wächter von seinem Posten weg wäre. Ich vertraue einfach mal seinen Worten. Warum kann ich mich denn jetzt nicht scannen? Habe ich irgendetwas falsch gemacht? Ich glaube nicht, oder? Aber ich habe die Annahme, dass ich irgendetwas übersehen habe oder einen Schritt übersehen habe.
Und wo ist diese Spinne? Hier, natürlich. Die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Büro sind ziemlich schwer. Ich sollte das tun, was Damien mir sagte. Das Sicherheitsbüro besitzt ein isoliertes System, das nicht mit den Systemen des Gebäudes verbunden ist. Falls es eingeschaltet ist, musst du es ebenfalls abschalten, fürchte ich. Es kann aus dem Inneren einer der Sicherheitsspinnen heraus abgeschaltet werden. Überprüfe das Kybernetikbüro. Dort muss es eine Extraspinne geben. Benutze die Software, die ich in dein Handy hochgeladen habe, um sie fernzusteuern. Im Sicherheitsbüro muss sich eine Dockingstation befinden, von der aus die Spinne auf das lokale System zugreifen kann. Die Spinne, die du kontrollieren wirst, besitzt jedoch nicht die richtige Zugangsberechtigung. Du musst eine Möglichkeit finden, um sie abzugraden. Wenn du eine der patrouillierenden Spinnen grillst und ihre Zugangsberechtigung downloadest, solltest du dich am System des Sicherheitsbüros andocken können. Oh, ich würde mal wieder sowas von scheitern. Ich muss die Sicherheitsvorkehrungen deaktivieren, bevor ich hineingehe. Ja. Dann heißt es wieder mit der Spinne. Also ihr könnt uns jetzt auch direkt verfolgen, aber das ist nicht so schlimm. Ich bleibe lieber befinde mich lieber auf ihrer Laufrichtung. Hier ist das Kybernetikbüro. Diese könnte ich gut aktivieren, oder? Damien sagte, dass ich eine Spinne mit der Software fernbedienen kann, die er auf mein Mobiltelefon übertrug. Oh. Und das heißt, wir müssen von hinten an sie ran, denke ich mal. Um sie grillen zu können. Wow. Das finde ich wirklich spannend. Wow, das ist so spannend. Und wie kann ich sie jetzt grillen? Das ist die gute Frage. Wie gesagt, es ist besser, sich hinter dieser Spinne aufzuhalten. Aber das kann jetzt Ewigkeiten dauern. Wir könnten natürlich auf sie warten, also uns innerhalb einer Nische begeben. Oder doch mal die entgegengesetzte Richtung wählen. Weil ich weiß nämlich gar nicht, wo sie jetzt gerade ist. Weil ich könnte ihr natürlich auch ewig hinterherlaufen, aber ich weiß ja nicht um den Abstand der beiden Spinnen. Sollten wir sie jetzt gleich sichten, wissen wir, was wir zu tun haben. Dann geht's ab wieder in eine Nische, da kommt sie schon. Und wir dürfen nicht in ihrem Erkennungsradius geraten. So wie es ausschaut, gibt es schwere Sicherheitsvorkehrungen im Security-Büro, was keine große Überraschung ist, so meine ich. Die einzige Möglichkeit, das zu tun, ist vom Security-Büro aus mithilfe einer Spinne. Na toll, früher mal mochte ich diese Biester nicht, inzwischen verabscheue ich sie regelrecht. Aber vielleicht war das jetzt auch die komplett falsche Taktik. Hinter der Sicherheitslinie kann sie ja uns nichts tun. Aber ich sehe sie jetzt nicht, wo bleibst du denn? Hallo? Bin ganz schön waghalsig, ich weiß, aber... Ich habe sie doch gesichtet. Beeil dich, kleine Spinne, kleine süße Spinne. Ich möchte nicht, dass wir gebraten werden, aber sie könnte... Muss ich doch direkt auf sie zurennen? Das sieht so aus. Sie wird uns ja nichts tun, denn sie erkennt uns ja als ihresgleichen, oder? Ja. Yes! Hätte ich das gewusst, war ja wieder total schlau von dir, Jane. Aber ich war mir eben nicht so sicher. Gut, das war's schon. Dann wieder zurück, kleiner Freund. Ja, es tut mir leid, wenn das jetzt alles ein wenig länger dauert, aber ich möchte das hier wirklich nicht unnötig schneiden. Ich möchte, dass ihr das alles an einem Stück mit mir erlebt. Und ich fühle mich gerade sowas von gut. Und jetzt sollte mir auch keiner weiteren Gefahr ausgesetzt sein, so bin ich der Meinung.
Hallo? Achso, jetzt muss ich in den Sicherheitsbereich. Natürlich. Eines Tages hatte ich Pause und ruhte mich gerade aus. Da hörte ich einen gewaltigen Knall. Ach, wie dämlich von mir. Ja, also Umwege sind meine Spezialität. Habt ihr jetzt ja schon mitbekommen? Naja, da ich jetzt eine unnötig lange Runde gelaufen bin, super, können wir jetzt die Daten übertragen und somit den Weg frei machen, das System außer Kraft setzen. Ja, dann sollten wir uns jetzt nach rechts bewegen. Daraus habe ich jetzt gelernt. Naja, aber immerhin geht es voran. Und vor allem, mir ist kein größerer Schaden passiert. Ich habe keinen größeren Schaden erlitten. Noch mehr Spinnen. Ich habe noch nie welche von denen gesehen. Das ist zu früh. Zu früh, meinst du? Danke, kleiner Freund. Eine Dockstation für die Spinnen. Und das System ist gesagt, frei für uns. Wer wäre dumm genug, einen Data-Key zurückzulassen? Vielleicht ist es aber auch gewollt. In einer Jackentasche. Ja, ein Idiot würde das. Wenn du den Ersatzschlüssel im Sicherheitsbüro gefunden hast, benutze ihn, um in den Dreamcore-Raum zu gelangen. Wir müssen den Wurm ins Dreamcore einschleusen. Wenn das geschafft ist, kann ich anfangen, Informationen aus dem Dreamcore in meine Konsole zu saugen. Wenn du zum Kern des Dreamcores gelangen willst, musst du die Luftschleuse und einen Dekontaminationsprozess passieren. Keine Sorge, das ist völlig harmlos. Von diesem Zeitpunkt an musst du aber sehr wachsam sein. Es gibt ein diensthabendes Team im Kernraum, wahrscheinlich 2 oder 3 Wissenschaftler. Sie sind immer sehr beschäftigt und du solltest in der Lage sein, an ihnen vorbeizuschleichen. Wenn sie dich sehen, werden sie den Alarm auslösen und du wirst buchstäblich getoastet. Geh zur unteren Plattform. Dort findest du den Injection Tube. Platziere die Kapsel mit dem Wurm in dem Injection Tube, drücke den Knopf und der Wurm erledigt den Rest. Alles, was du danach noch tun musst, ist dich nicht sehen zu lassen und zu verschwinden, so schnell du kannst. Ich werde zur vereinbarten Zeit den Feueralarm abschalten, also halte dich bereit. Wenn irgendetwas schief geht, musst du einen anderen Weg hinausfinden, auf eigene Faust. Dass Damien sich dementsprechend zurückhält, ne? Na, dann zieh doch selbst mal hier, guck mal diesen Kittel an. Ach, egal. Er lässt uns hier schön die Arbeit machen, ja? Dabei kennt er sich bestens hier unten aus. Aber bis jetzt haben wir diesen Weg auch gemeistert. Doch wir müssen hier entlang. Da wir jetzt alles haben, was wir brauchen, ja, sollten wir an nichts mehr scheitern. Ich hoffe, dass der Weg nach wie vor reibungslos verbleibt. Ich bin schon wieder in die falsche Richtung gelaufen. Das kann doch nicht wahr sein. Hier ist eine kleine Entschädigung für deine Dienste und für das... Ja, natürlich, danke. Ich gehe jetzt besser den Wagen reparieren und so. Ich mochte den Job, auch wenn ich nicht viel verdiente und von morgens bis abends arbeitete. Als Kind habe ich über eine weitaus bessere Orientierung verfügt. Mann, ey. So, ja, kritische Töne dürfen natürlich sein. Da ist der Data Key. Ein Data Key für den Dreamcore-Raum? Was passiert denn, wenn ich... Ich hoffe, dass dieser Schlüssel aktiv ist. Ach, jetzt haben wir ihn erst eingesetzt, okay. Und jetzt dürfen wir genau die Tür öffnen. Ich war gerade ein bisschen wegen der Symbolik, irritiert. Wow, das ist es. Zeit, um in den Kernraum selbst zu gehen und den Wurm in den Dreamcore zu injizieren. Ich werde auf die Wissenschaftler hier unten achten müssen. Wenn sie mich sehen, lösen sie den Alarm aus. Und das... würde mein Leben kosten. Eine kurze Anmerkung am Rande. Auf eine gewisse Art und Weise erinnert mich dieser Abschnitt an Mass Effect, und zwar an den ersten Teil der Trilogie. Kravion würde mir hier sicherlich beipflichten. Und zwar habe ich Erinnerungen an den Turianer. Der Turianer ist auf dem Planeten Pharos zu entdecken und er gehört zu seiner Flora. Er ist ein pflanzliches Lebewesen, das durch seine Sporen, die er in die Luft freigibt, andere Lebewesen kontrollieren kann. Das heißt auch ihre Handlungen steuern kann.
Ähnlich wie es bei dem Dreamcore der Fall ist. Nur, dass es sich hierbei um keine Pflanze handelt, sondern um eine Art Polyp. Etwas Fleischiges, Knorpeliges. Wobei natürlich besagte Gedankenkontrolle eben nicht durch freigegebene Sporen gesteuert wird. Aber ich finde die Parallele höchst interessant und Mass Effect und Dreamfall liegen zeitlich gesehen gar nicht so weit auseinander. Mass Effect ist, glaube ich, ein Jahr nach Dreamfall erschienen. Mal sehen. Das kontrolliert den Zugang zum Entgiftungsraum zwischen der Beobachtungsplattform und dem Kern selbst. Sollten wir uns schleichend bewegen? Ach was. Die Wissenschaftlerin darf uns nur nicht sehen. Wir werden gerade sterilisiert. Desinfiziert, sterilisiert. Sucht euch was aus. Oh, natürlich muss sie sich jetzt wegbewegen. Wir müssen nach unten gelangen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie sich da wegbewegt, hier oben. Hier geht's jetzt zur Treppe. Auf jeder Ebene scheint sich, klar, ein Wissenschaftler zu befinden. Oh. Alle Ports sind ruhig, aber die Hirnaktivitäten sind bei 100%. Beweg dich doch mal weg. Verdammt. Sie darf mich ja nicht sichten und wenn sie jedes Mal in der Nähe der Treppe stehen bleibt... Scheiße, was ist das denn? Hallo? Warum müssen die beiden sich jetzt auf ein und derselben Plattform befinden? Das finde ich voll gemein, das ist so fies. Diese Wissenschaftler sind nicht wirklich aufmerksam. Zu meinem Glück. Wow. Es ist etwas in dieser Wand. Und was soll ich damit tun? Nix. Die Kapsel einsetzen? Das war schon. Tu dein Bestes, kleiner Wurm. Damien, wir haben's geschafft. Sie ist sehr erregt. Wir müssen sie beruhigen. Der Kern reagiert definitiv auf externe Stimuli. Aber welche? Das sieht nicht aus wie die normalen Spitzen und es gibt absolut keine Aktivität im Dreamnet. Was frisst an ihr? Was wohl? Gute Frage. Was immer es ist etwas Ernstes. Ich habe sie niemals vorher so erlebt. Rate mal, wer uns einen kleinen Besuch abstattet. Gilmore? Keine geringere. Sie ist wahrscheinlich hier, um einen weiteren Statusbericht zu erhalten. Warum reichen ihr die täglichen Briefings des Chefs nicht, um glücklich zu sein? Red keinen Quatsch, okay? Ich habe keine Lust, gefeuert zu werden, nur weil du deinen Mund nicht halten kannst. Sie ist der Chef. Und welcher Idiot gab ihr diesen Job? Sie hat überhaupt keine Qualifikationen. Psst. Wer seid ihr denn? Welch unerwartete Ehre, Madam. Können wir Ihnen mit irgendetwas helfen? Ich dachte, ich komme herunter, um selbst die Fortschritte zu überprüfen. Warum sind nur zwei von Ihnen hier? Es ist Sonntagabend. Das Team kann unmöglich 24 Stunden pro Tag arbeiten. Sie würden anfangen, Fehler zu machen und... Wir arbeiten in Schichten, Madam. Dr. Lee und ich haben Dienst am Kern bis morgen früh. Schichten? Wir sind 4 Monate vor dem Abschluss. Alles ist beim Teufel. Und Ihr Team arbeitet in Schichten? Die Leute können ihren arbeitsfreien Tag nehmen, wenn diese Krise bewältigt ist. Wenn Archera nicht wie geplant herauskommt, werden sie alle gefeuert. Ich glaube nicht. Es ist mir egal, was Sie glauben. Das ist es nicht, wofür ich Sie bezahle. Ich bezahle Sie, damit Sie herausfinden, wer mein Projekt ausspioniert. Wir arbeiten daran, aber es ist ein schwerer Tag gewesen.
Es ist etwas durchgesickert. Und das Leck wird immer schlimmer. Was hat das für eine Bedeutung? Es gab kürzlich ein paar Ausbrüche statischer Interferenzen im Netz, die mit aggressiven Fluxes in ein Ghana zusammenfielen. Welche Art von Fluxes waren das? Sowohl physische Spasmen wie nervöse Zuckungen, Ausbrüche reiner Energie und Daten. Sehr, sehr komplexe Ausbrüche von Daten. Es macht zwar keinen Sinn, aber ein Ghana kam mir vor wie... Wie soll ich das beschreiben? Expansionen. Ja, es sind mehr Daten vorhanden, als es physikalisch speichern kann. Wie kann das nur möglich sein? Das kann es gar nicht. Darum überlädt es ja auch und erzeugt dabei Spitzen, die mit Lichtgeschwindigkeit ins Netz schießen. Es expandiert weiter. Wir könnten es theoretisch herunterfahren, aber wir wissen nicht, was das für Konsequenzen haben würde. Sowohl für das Projekt als auch für das Netz. Es könnte katastrophal werden. Alles, was mit dem Netz verbunden ist, und ich meine wirklich alles, könnte in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist keine Option. Ungeachtet der möglichen Effekte für das Netz, die geringste Gefahr, die den Zeitplan des Projektes gefährden würde, ist nicht akzeptabel. Sie müssen das Problem identifizieren und den Eindringling in das System isolieren. Ich möchte eine detaillierte Übersicht der Tätigkeiten Ihres Teams. Wann kann ich die ersten konkreten Resultate erwarten? Können wir das Dreamcore stabilisieren? Geben Sie uns etwas Zeit, um für den Test von DreamNet ein Fenster zu öffnen. Ein Ghana hat auf direkte Eingabe von Morpheus positiv reagiert. In Ordnung. Steuern Sie mich durch den Prozess.